Ja, von was ich jetzt heute vorstelle, ist ein also nicht direkt mit Medical Inc., mein Programm, sondern zwei Erweiterungen. Davon eins ist extrem wichtig für mich und auch vielleicht für euch. Und zwar habe ich mich mir zum letzten Geburtstag ein Buch gegönnt über HTML5, das über 1000 Seiten stark ist. Und das habe ich jetzt alles tatsächlich umgesetzt für MorphOS. Das heißt, herausgekommen ist ein Webdesign-Programm vom Feinsten. Und zwar, ich starte mal eben mein Programm. So, das ist mein Programm. Das ist dieselbe Oberfläche und dieses Modul ist ein Teil davon. Ich kann alles, was ich zeichne, Vektorgrafik, Text, Bilder, umsetzen 1:1 in eine Homepage oder eine Webpage. Ich kann mit meinem Programm ganze Webauftritte in 1 gestalten und hochladen, weil mein Programm verfügt über einen eigenen FTP-Client. Und dieser FTP-Client, kann ich zu meinem Stolz sagen, kann ein bisschen mehr als die bisherigen FTP-Clients, denn verfügt über SSL-Unterstützung. Das heißt, ich kann SFTP und FTPS-Unterstützung benutzen. Das konnte ich bloß leider nicht testen, weil ich über keinen Server verfüge. Fangen wir mal an. Ein kleiner Test. Ich kann hier einen Rechner aufbauen. Mal was ganz Simples. Export, wir sind nach HTML5 und eine Vorschau. Dann gibt es eine Offline-Preview in den Webbrowser. Und so taucht ein OBB auf. Und exakt genauso sieht es dann auch in Firefox aus, in den neuen Internet Explorer aus, in SeaMonkey sieht es so aus, in Team for Fox sieht es so aus, also und in neuen, natürlich neuen Safari, in ganz neuen natürlich. In etwas älteren Safari ist noch nicht ganz so toll. Ich zeige euch mal eben kurz mal den Quelltext. Das produziert hier mein Programm, das ist also ganz normal HTML. Und der Kern sitzt hier. Ja, also das ist also alles eine Kernfunktion von HTML5. Genauer gesagt ist das Canvas. Das ist jetzt JavaScript oder was ist das? Das ist JavaScript. Okay. Wofür brauche ich da jetzt JavaScript, um einen Rechteck anzuzeigen? Ist das? Ja, weil das eine solche Canvas-Box ist. Okay. Eine Canvas-Box ist ein Zeichenfeld, was ich malen kann. Also durch den Canvas wird mein Browser zu einem Malkasten, zu einer Maloberfläche. Da kann ich meinen Browser umgestalten zu jedem beliebigen Grafik, die ich haben will. Zur animierten Grafik als auch zu einer unanimierten Grafik, also einer stillstehenden Grafik. Das betrifft natürlich nur HTML5. Was davor ist, funktioniert nicht. Also mein Browser kann, also mein Programm kann nur HTML5 exportieren und unterstützt somit die allerneuesten Webbrowser. Mhm. Und die Browser können das alle. Durch die Bank weg. Auch der Internet Explorer kann das. Mhm. So, wenn ich jetzt diesen Link, beziehungsweise diesen Kasten zu einem Link machen will, also links unterstütze ich auch mit meinem Programm, kann hier auf Eigenschaften gehen, Link, und kann man hier meinetwegen eintippen und kann dann hier als Ziel eingeben, meinetwegen neues Fenster oder dasselbe Fenster. Das heißt, bei HTML war es früher so, da wird immer unterschieden, ob ein neuer Link in einem selben Fenster aufgemacht wird oder in einem neuen Fenster aufgemacht wird. Und das bleibt jetzt hier gleich. Das kann man jetzt hier auch auswählen. In dem Fall kann man wieder dasselbe Fenster nutzen und den Vorschlag nochmal wiederholen. Updaten. Seht ihr, und dann wieder zu einem Link. Können wir jetzt klicken, aber da wir geändert haben, kann ich verzweigen jetzt. Wird ja so wieder so unten die Schaltzahl auch angezeigt, wo der Link hin verzweigt. So.
ein bisschen Näheres zu dem FTP-Client, der du dann setzt. Ich kann alle Daten, egal wie groß sie sind, übertragen. Da mein Programm auch Movies unterstützt, also Filme unterstützt, ich kann Filme platzieren und dann die auch gleichzeitig hochladen, spielt also die Größe der Dateien keine Rolle. Also ich kann also auch komplette DVDs quasi mit hochladen. Ja, das führt wie gesagt SFTP, FTPS unterstützt der, und zwar unter der Motorhaube. Das heißt, ihr seht davon gar nichts. Also ihr wollt also auch von dem Server-Provider gar nicht wissen, ob der SFTP kann, sondern das bringt mein Client in Erfahrung. Der fragt also beim FTP-Server an, ob der SSL kann und ja, wie viel. Und davon merkt ihr selber gar nichts. Das wollte ich auch gar nicht darum zu kümmern. Das macht ein Programm. Lokales Verzeichnis ist folgendes. Wenn ihr einen Freund habt, ihr wollt für den Freund eine Homepage gestalten, nur der Freund gibt partout die FTP-Daten nicht raus. Das kann aber passieren. Der drückt ja, dann checkt ihr den Button einfach noch ab und dann könnt ihr mal das exportieren. Und dann taucht ein Verzeichnisorchester auf, mal wegen hier RAM. Und dann exportiert er sämtliche Daten ins RAM rein. Er legt also Dateien an, wie Index, HTML, JavaScript, Picture und auch CSS. Und dann drückt ihr euren Freund mal wegen einen USB-Stick mit den Daten in die Hand und sagt so, jetzt lad mal hoch. Dann hast du deine Homepage quasi online. Ja? Ansonsten muss der Haken raus. Und dann wird der interne Client FTP-Client aktiviert. Und wenn ihr dann auf Exportieren gehen würdet, dann würde er sofort nach dem Parsen der Dateien die Daten hochladen. Ja. Überschreibt er vorhandene Daten einfach ungefragt oder wie funktioniert das? Ja, er löscht und selbsttätig die alten Dateien und überschreibt die mit neuen. Ne? Natürlich nicht die, die er nicht kennt. Also nur die Dateien und Verzeichnisse im Zusammenhang mit dieser Homepage. Das sind immer die gleichen. Das heißt also, Artfremde wie ein Verzeichnis mit wegen HTTP-Docs oder was, interessiert ihn nicht. Er löscht nur die, die ihm bekannt sind. Und ein kleiner Hinweis mal zum Debuggen mal, und zwar, die stehen hier drin. Ja. Das sind die Dateien, die er hochlädt. Und wenn die irgendwie nichts in die Quere kommen, passiert da eigentlich nichts mit. So. Wie gesagt, kann also mir sei hier Webseiten kann er gestalten und untereinander verlinken kann der. Unterstützt weiterhin serverseitige Fronts, das heißt, wenn man sich total exotische Fonts hier irgendwo reinbaut, zum Beispiel, ich mach mal einen Test, hier Windings 3 zum Beispiel, die existieren nicht normalerweise auf dem Rechner. Ja. Die Windings 3 gibt es nicht normalerweise unter einer Browserinstallation. Das heißt, wenn ich die jetzt auf dem Internet Explorer anzeigen lassen würde, dann würde plötzlich Arial auftauchen und nicht mehr Windows 3. Um das zu verhindern, gibt es hier eine Einstellung, nämlich einen Checkbutton mit dem Namen Installiere die genutzten Schriftarten auf den Webserver. Das heißt, er geht her und sucht sich alle Fonts raus, die benötigt worden sind, und installiert die auf dem Server, sodass sie unter jedem Browser angefordert werden können. Er hinterlegt die Fonts in den Skripten und weist jede Browser an, zuerst auf den Server nach Fonts zu suchen, bevor er seine eigene benutzt. Also in dem Regelfall ist das so, dass er nur auf den Server sucht. Es kommt eigentlich nicht vor, dass er dann in seinem Verzeichnis noch rumsuchen muss. Also kann ich jetzt hier mal abhaken, Webbrowser, und dann Vorschau. Dann dauert es ein klein wenig länger, nämlich.
weil er sämtliche Fonts erst exportieren muss. Aber ihr seht, Schriftart ist vorhanden. Und ihr seht auch, das funktioniert auch sogar lokal, weil der Windix 3 existiert auch nicht unter der UEB-Installation. Die gibt es da nicht. Es gibt nur Webdings, glaube ich, aber Windix 3 existiert nicht. Also Windix 3 habe ich also frei erhältlich mir runtergeladen einfach nur. Ja. Es gibt sonst Neues Voreinstellungen. Also, wenn ich das richtig sehe, puzzelt er durch ein großes JavaScript dann einfach die Seite zusammen, oder? Erzeugt ja, also, die Grafik ist JavaScript bzw. Doom. Das ist, 75% ist da Doom-Code. Also, Doom ist dann verändern und abfragen des Browsers zum Beispiel. Das ist Doom. Also, Doom nutze ich dann für die Mausabfrage, also für diesen Effekt hier, das ist Doom. Und er fragt die Fenstergröße ab. Und zwar benutzt er keine meine Homepage benötigt keine Scrollbalken, sondern das ist autozentrierend. Ihr seht das also, das bewegt sich alles automatisch mit. Das ist also autozentrierender Code. Ist dort drin. Realisiert in JavaScript. Das heißt, egal wie groß das kleine Fenster ist, der Inhalt ist immer mittig im Browserfenster. Und das Fenster wird automatisch immer zuerst in der Größe geöffnet, die ich da programmiert habe. Das ist hier drin zu sehen. Das heißt, die Größe, die hier drin steht, wird als erstes im Browser immer geöffnet. Automatisch. Das geschieht auch durch JavaScript. Was gibt es denn sonst? Ja, genau. Wenn mal ein Fehler passiert, zum Beispiel ist mein Entwickler wirft ja auch Fehlermeldungen raus. Wenn so ein Fehlermeldung auftaucht, dann kann man hier einen Checkbutton anklicken, zeige den ausführlichen Upload-Status, dann öffnet ihr ein Shell-Fenster beim Upload und sagt euch dort, was er zu jeder Zeit macht. Und da kann man in diesem Text kann man raussuchen, wo der Fehler aufgetreten ist. Ob er sich nicht verbinden kann, ob ein falsches Passwort da ist und sowas. Also kann man, also das ist ein ziemlich langer Text. Und dann liefert er also die Fehlermeldung schon da drin. Und die Erklärung der Fehlermeldung vor allen Dingen. Ja, das Grundverzeichnis, was ich habe, ist normalerweise per Default nur ein Schrägstrich. Das, also das Schrägstrich heißt im Vaterverzeichnis des Servers. Nur wie in diesem Fall, das ist jetzt meine Homepage, World of the Amiga EU, da liegt es in /http-docs. Ne, also deswegen habe ich jetzt die Konfigurierung gemacht, weil es jetzt mal unter mal ändern kann, was das Grundverzeichnis. Hast du die Homepage damit auch erstellt? Oder mit ja, nur ich habe die mir jetzt mit kaputt gemacht auch. Deswegen, okay. Ja, ich habe die aus Versehen mit überschrieben. Und lokales Backup hast du jetzt nicht, dass du mal was zeigen kannst jetzt, was du schon gemacht hast? Nein, das ist leider nicht. Also, okay. Ich müsste mir jetzt eventuell, wenn ich mal Zeit habe, heute Abend mal wieder erstellen wieder. Und, ja, hier im FTP-Pfad, da kann man hat man verschiedene Wahlmöglichkeiten. Man kann entweder die IP-Adresse des Servers angeben oder wie hier die Bezeichnung, die FTP-Bezeichnung, so wie sie von einem Provider geliefert wird. Also bei meinem Provider Osnet, der liefert sie zum Beispiel als ftp.worldofamiga.eu an. Aber man kann auch ftp://// und dann ftp und so weiter eintippen. Also das erkennt das Programm automatisch alles. Ich würde auch gerne Verzeichnisnamen kennen, wenn ich meine Projekte so gestaltet habe, dass ich jedes Verzeichnis eigenes Projekt lege und von wegen, okay, ich will jetzt nur diesen Teil. Ja, ich verstehe nicht ganz jetzt. Also man kann das Installationsverzeichnis ja oben wählen, mit HTTP-Docs. Denn
Vorausgesetzt, der Provider will es dann so haben. Also denn bei einer Homepage kann man nicht frei die Verzeichnisse wählen normalerweise. Man mhm. Unterverzeichnisweise. Man hat ja, vielleicht zwei Projekte, die er testet oder sowas, wo er vielleicht http://test1/test2. Ja, da muss man das oben dann angeben. Das ist halt interessant jetzt, wenn man jetzt ein Projekt anlegt für den einen Kunden zum Beispiel, wo man sagt, ich unterlege in dem Projekt den Pfad für den FTP und im nächsten Projekt einen völlig anderen Pfad, dass man das in verschiedene Seiten. Ja, das ist dann diese Möglichkeit mit Grundverzeichnis. Das müsste ein Projekt sein. Ja, das wird aber nicht automatisch angelegt, dieses Verzeichnis, sondern das wird dann entweder vom Server fest vorgegeben oder man muss es eben vorher selber anlegen. Ja. Aber das ist dann so eben möglich. Und da wird in diesem Verzeichnis, wie jetzt hier HTTP Docs, wie dann alles hereingelegt, was für die Homepage wichtig ist. Wie Fonts, Bilder, Filme, ganzen JavaScript-Codes und HTML-Codes und weiter. Das wird also alles ich glaube, die Frage war, ob die Einstellungen projektbezogen gespeichert werden können. Ach, also, dass du jetzt zum Beispiel sagst, ich habe jetzt Webseite A auf dem und dem Server und das Ganze speichere ich mir als Projekt. Das heißt, ich kann dann den aktuellen Zustand der Seite aufrufen, vielleicht mit den Unterseiten und habe dann auch gleich die passenden FTP-Einstellungen. Oder muss ich das halt jedes Mal wieder dann manuell anpassen, wenn ich verschiedene Projekte habe? Im Moment muss noch manuell angepasst werden. Also ich kann ein Projekt abspeichern, allerdings betrifft das nur die Dokumentdaten. Okay, also nicht die FTP-Einstellungen. Nein, nein. Die FTP-Einstellungen, das sind Settings. Gut, ich müsste dann vielleicht Boost-Settings so einrichten, dass die extern gespeichert werden können. Dann kann man die separat getrennt laden. Das ist bei mir auch möglich. Dann. Das ist das heißt schon interessant, wenn man mit verschiedenen Webseiten arbeitet oder einfach mal probieren. Ja, müsste ich dann noch einbauen. Dann, Und kann man jetzt immer nur eine Seite sozusagen von dem Internetauftritt bearbeiten? Oder wenn man jetzt, meinetwegen, man hat jetzt eine Startseite und zwei Unterseiten, kann ich die dann, also ist das dann auch wie ein Projekt oder muss ich die Seiten alle einzeln Magical Ink dann öffnen? Nein, das Projekt kann mehrere tausend Seiten umfassen. Ja. Also kann eine Doktorarbeit quasi online stellen. Ja. Nur momentan ist es so, ich kann nur das ganze Paket komplett nur editieren und wieder online stellen. Ich kann momentan nicht einzelne Seiten editieren und nur die wieder hochladen. Obwohl es hier ja eigentlich dargestellt wird. Aber die Möglichkeit habe ich irgendwie verschlafen. Ja, und kann ich noch nicht. Ich kann ja normalerweise hier, je nachdem wie viele Seiten ich habe, hier von bis hier einwählen. Das geht bei allen anderen Exportern, ist es möglich, nur bei den Web-Export habe ich quasi übersehen, quasi die Möglichkeit. Also beim Web-Export, also beim HTML5-Export, kann ich nur die komplette Seitenzahl ändern und wieder exportieren. Zu den Kleinigkeiten, die ich noch nebenbei mitgemacht habe, ist jetzt auch, was ich im Zuge von HTML5 geändert habe, ist, mein Programm schützt jetzt endlich den Unicode, UTF-8. Dazu muss ich den Pfad danken, weil der hat mir einen kleinen Codeschnipsel von OWB überlassen, wo er das auch realisiert. Also ich brauche hier für mein HTML5 brauche ich Unicode-Unterstützung, damit jeder Webbrowser auf der Welt in China oder in USA auch die Seite sich so anzeigen lassen kann. Und aus dem Grund ist das jetzt hier mit implementiert worden. Das ermöglicht unter Umständen auch, dass ich also russische Sprache oder Chinesisch jetzt anzeigen kann. Ich habe ja hier auch, im Zuge dessen habe ich auch die Fontauswahl eingebaut. Da könnte theoretisch auch Japanisch drin stehen oder chinesische Schrift. Und so würde die in einem Webauftritt mehr auch auftauchen. Oder Russisch oder Arab. Ich habe hier zum Beispiel hier Arabisch habe ich, glaube ich. Simpel Arabisch habe ich hier. Ja, zum Beispiel das. Ich kann sogar eine kleine Spielerei für diejenigen, die Notenblätter erstellen wollen, kann ich hier Noten einbauen. Ne, also derjenige, der Liedertexte schreibt mit Noten, kann die auch online stellen.
Denn die tauchen dann so schnell auch in den Webbrowser auf. Also wenn ich jetzt das mal wegen... Dann kann ich auf den Webseiten die Lieder abdrucken. Mit dem Text runter oder was auch immer. Also es ist jetzt mit diesem Font möglich, jetzt jegliche Art von Noten darzustellen. Also wer weiß, welcher Buchstabe welche Note ist, kann eben seine Liedertexte da abtippen. Das ist keine Spielerei. Ich habe den Font zufälligerweise im Internet mal gefunden. Oder vielleicht, wer sich Liedertexte als PDF abspeichert, ist auch möglich. Also die sämtlichen Exporte unterstützen diese Font. Neben diesen Web-Exporter habe ich jetzt einen weiteren Exporter eingebaut, nämlich HPDF. Und zwar dazu kann man sich mal eine Webseite aufrufen, muss ich irgendwas im Prozess wiederfinden. Und zwar ist das hier zu finden, die Erklärung dazu. Das. Was HPDF überhaupt ist? So. Das ist Libharo, das ist HPDF. Libharo kann also PDF-Files erzeugen, und zwar in so einem Umfang, wie der Adobe PageMaker von Windows oder für Adobe überhaupt. Ja. Der kann also PDFs mit Text und Bilder erzeugen, ist ja noch eine einfache Sache. Aber er kann komprimieren die PDFs, er kann verschlüsseln die PDFs, er unterstützt True-Type-Fonts, also die eingebettet sind in den Texten, in den Dokumenten. Und das alles ist jetzt in meinem Programm mit drin. Das heißt, ich kann den Font, die zum Beispiel, das zum Beispiel jetzt, kann ich jetzt hier quasi verschlüsselt und komprimiert wiedergeben. Also die Texte zwar verschlüsseln, die Texte komprimieren und Verschlüsselung einschalten. Das ist dann noch nicht ganz fertig, dieser Exporter, deswegen schmeiße ich sofort hier einen Fehler raus. Ja, auf jeden Fall, Verschlüsselung und Kompression ist drin, schon die ganzen grafischen Objekte bis auf die Tabelle sind drin, Text ist drin, in dem Exporter nur eben ist doch alles ein bisschen einfacher noch. Da bin ich ein bisschen am Schreiben, ne, und tun und machen Exporter. So, großartig geändert hat sich an MapMetric Inc. nur noch, dass ich Zoom eingebaut habe. Also man kann jetzt heranzoomen, ne, Objekte weiter brauchen. Das ist dann noch ganz neu. Und das Objekte, dass Objekte Anfasser jetzt besitzen. Ja, das wollte ich sagen, das ist doch auch neu. Also das jetzt. Ich kann jetzt hier alle Punkte anfassen, dann blinken die auf und kann ich dann entweder skalieren, bewegen oder ich kann bewegen und rotieren. Und da jetzt also immer zwei Sachen quatsch gleichzeitig gemacht. Und dann habe ich mir noch eine Widget eingebaut, so ähnlich wie unter Blender. Da kann man zwei Sachen gleichzeitig machen. Also kann man sowohl skalieren als auch rotieren gleichzeitig. Muss man also den gelben Punkt anfassen, wie unser Blender, und dann kann man das so hin und her drehen und bewegen und skalieren. Und hier jeweils dann getrennt. Hier kann man nur skalieren.
und hier kann man nur rotieren. Kann man von den Objekten auch die Maße anzeigen lassen und manuell eingeben? Ja. Wenn ich zum Beispiel ein Rechteck haben will, 5x5 cm oder so? Ja, das geht. Kann hier einschalten. Hier vorne ist das. Ah ja. Und zwar kann man bewegen hier. Acht. Zentimeter eintippen, dann ist er effektiv 8 cm groß. Hm? Also das geht. Mit Positionierung ist es ähnlich. Ja, das ist ein. Kann man eben. Achso, ja, genau. Kann man eben. Ja, verschieben. Also das geht man mit alles. Man kann also hiermit auch einen Slider verschieben. Oder Winkel drehen. Also das geht, ist alles asynchron. Man kann alles nach mehr ab bewegen. Und auch neu ist, dank Guido Meersmann, ist die Key-Unterstützung, also die Tastaturunterstützung in der Zeichenoberfläche. Und zwar kann mit den Cursor-Tasten jedes Objekt, so wie es eigentlich sollte, auch bewegen. Also hoch, runter, links und rechts kann ich mit den Cursor-Tasten bewegen. Dann kann ich mit dem Shift und den Cursor-Tasten um 0,5 einer Maßeinheit springen. Die Maßeinheit ist hier jetzt in Kalifornien Zentimeter, also kann ich mit Shift und den Cursor-Tasten immer 0,5 Zentimeter verspringen, also 5 mm verspringen. Und mit dem Control und Cursor-Tasten kann ich um 1 Zentimeter immer verspringen. Nach links und nach rechts, nach oben, nach unten. Mit der Page-Up und Page-Down-Taste kann ich ein Objekt rotieren, nach links herum oder rechts herum. Und mit der Plus-Taste kann ich dann skalieren, ein Objekt. Also das geht auch. Dann habe ich noch drin als Tastatur Tasten noch mit Möglichkeit zu duplizieren ein Objekt mit Ctrl und D. Kann ich duplizieren. Und ich kann dann mit der Tab-Taste durchscrollen, durch die Objekte durch. Kann man auch Objekte gruppieren? Nein. Dazu komme ich gleich noch. Und zwar, ich würde mir das eben kurz erklären. Shift-Tab ist in entgegengesetzte Richtung durchgeworden. Gruppierung, folgendermaßen. Ich muss jetzt mal eben kurz beenden. Da kann man ja schon im Prinzip richtig technische Zeichnungen machen jetzt. Ja, ja. Folgendes zur Gruppierung. Ich wollte ursprünglich gedacht, das in SVG zu machen alles. Ich wollte Objektgruppen in SVG exportieren und dann dachte ich, die SVG zu importieren, nativ. Dazu habe ich mal eine kleine Demo mal geschrieben. Dazu muss ich. Suchen. Und damit den Import ist das so eine Sache. Das ist so eine, ein paar Sachen sind mir gelungen, ein paar Sachen sind mir misslungen. Und zwar, genau, hier gibt hier eine statische Library, die nennt sich libsvg Cairo und eine Library, die nennt sich libsvg. Die sollten mir dabei helfen, SVGs in mein Programm zu importieren. Kompilieren geht unter Morpheus, anstandslos, ohne Fehler, ohne Warnung. Das habe ich hinbekommen. Nur funktionstüchtig sind die nur zu 50%. Das wieder in einem Demo-Programm dazu geschrieben, der die Libraries benutzt. Aber ich muss einfach gucken, wie die jetzt geblieben sind.
kommt durch das viele Erneuerung des SDKs. Deswegen komme ich jetzt schon mit dem Tunnel jetzt hier mit. Sonst kannst du es vielleicht nachher am Platz zeigen. Ja, ich habe das Programm irgendwo. Das ist blöd, wenn ich hier finde, das Wort. Achso, ja, das ist so ein Teil. Mit dem, sorry, das habe ich auch neu kompiliert. SVG 2 PDF, das ist einfach ein Programm, was ein SVG zum PDF wandelt. Das habe ich auch kompiliert mit meiner eigenen Library. Nur eben, das tut es nicht richtig. Jetzt hätte man eben einen Test dazu. Genau. Also diese SVG-Datei sollte mir im PDF exportieren. So. So, du willst angezeigt, ist aber falsch. Wir werden es richtig. Ja, ja. Kommt sofort. Du sollst angezeigt werden. Also die Farben sind falsch. Ja, das ist nicht transparent zum einen. Ja, der Schwarz ist Transparenz, das ist noch korrekt. Aber hier sind Punkte hinter, die schwarz sind. Und hier sind sie rot. Und die Farben sind eigentlich komplett anders. So, ich hatte einen simplen Test-View gebaut, der sollte das einfach in einem Edition-Fenster anzeigen und zeigt es genau so an. Und obwohl die Ribbons richtig kompiliert worden sind. Und hätten die Ribbons funktioniert, hätte ich das in meinem Programm eingebaut und könnte man nahtlos die SVGs als Vektorgrafik importieren und exportieren. Also hätte ich die Möglichkeit gehabt, Gruppen anzulegen mit meinen Grafiken, hätte die als SVG exportiert und dann intern importiert als SVG, hätte man das Gruppen nutzen können. Also es wäre intern gegangen, hätte man außerhalb eigentlich nicht so gemerkt. Hätte nur das Kopieren wäre so gegangen, hätte man eine SVG exportiert, importiert und dann wären in Gruppen gewesen. So ist das nicht so auch realisierbar? Ich meine, du hast jetzt die Möglichkeit, du kannst Objekte zeichnen, kannst ein zweites zeichnen. Ja. Hast du bestimmt unten drunter irgendwo eine Objektliste, wo du die Objekte ansprechen kannst. Ja. Wenn du irgendwo mit einer Tastenkombination eine Auswahl von zwei Objekten sagt, ich bin jetzt ein Hauptprojekt. Okay. Und dann im Prinzip die Bewegungspunkte oder Skalierungspunkte. Ja, aus Programmiersicht ist das leider ein bisschen schwerer. Und zwar, ich habe eine Objektliste. Zeige ich dir mal eben. Allerdings ist das, Programmiersicht ist das erheblich schwerer. Also wenn ich jetzt sage, hier habe ich ein Rechteck. Schließt du schon die einzelnen Sachen an? In irgendeinem Kreis. Das ist ja im Prinzip dann. Eigenschaften und habe hier eine Objektliste. So, zwei Objekte. Nur eben ist es schwerer in C, leider. Das ist nicht so ganz einfach, wie es von außerhalb aussieht. Aber in sich, auf dem Blatt ist es ja für mich als visuell schon eine Gruppe. Eine Gruppe von zwei Objekten auf dem Blatt. Also, also in sich geschlossen jetzt, unabhängig von dem Ding. Wenn man jetzt sagt, man versucht einen Rahmen um das Ding zu ziehen, Oberkante, Unterkante, dann hat man die Größe von dem Hauptobjekt und neue Anfasser, die du ja kennst. Ja, und damit kannst du ja möglicherweise die beiden Objekte in sich skalieren, in Bezug aber auf das ganze Ding, das eben, was ich, das Ganze halt skaliert. Ja, nur das ist leider nicht so einfach machbar in der Programmierung. Weil die werden gesondert gezeichnet. Das heißt, bei jedem Durchlauf wird immer nur ein Objekt gezeichnet. Und der Durchlauf, das sieht man ja nicht, das geht rasend schnell. Nur bei jedem Durchlauf wird nur ein Objekt gezeichnet und nicht mehrere. Und da hängt das schon die ganze Sache. Ich kann nicht 10 oder 20 Objekte oder beliebig viele in einem Durchlauf rendern. Sondern er rendert pro Durchlauf nur einmal, aber eben 100 Mal in der Sekunde nur.
Also er rendert 100 Objekte pro Sekunde, aber nur ein Objekt in einem Durchlauf. Wenn du aus diesen zwei Sachen visuell ein Objekt machst, aber im Untergrund mit mehreren Objekten, also dass man sagt, das rendert. Ja, es geht entweder du dann eine Gruppierung von einem Objekt 10 Sekunden brauchen, was viel zu langsam ist, oder der braucht höllisch viel Speicherplatz. Ich meine, was jetzt schon der Fall ist, er braucht jetzt 80 Megabyte, nur damit er die Zeichenoberfläche öffnen kann. Ja. Weil er in Cairo so viel. Und in Cairo gibt es die Möglichkeit, Objekte zu gruppieren, grob, aber das ist sehr lahm, sehr langsam. Und allein die packe Kabel, er braucht wenigstens 10 Sekunden, um einen Pixel zu verschieben. Und das alles selber zu machen, das ist ein höllischer mathematischer Aufwand. Also das heißt, das ist ein Bug eventuell in dieser SVG-Library, die du eigentlich verwenden wolltest? Ich wollte SVG als Kopierhilfe benutzen. Mhm. Weil ich kann ja SVGs exportieren, oder Cairo kann das exportieren, und ich könnte es quasi ja, so schnell gestalten, dass man es gar nicht merken würde. Der würde es blitzartig in Mikrosekunden als SVG exportieren, das, was man da gezeichnet hat, und dann über meine Stadt-Schlipp, die ich versucht habe, eben wieder importieren, und die SVG ist automatisch eine Gruppe, also behandelt er automatisch als Gruppe schon. Ja, aber kannst du dann das SVG, was du dann hinterher importiert hast, kannst du dann nicht mehr verändern. Kann das ist das Problem, ja. Er kann die Gruppierung. Ja, aber dann müsste man die Gruppierung nachträglich auch wieder aufnehmen können. Die Gruppierung kann sich ja nicht mehr auflösen. Das ist sehr, sehr gut. Wenn sie einmal exportiert, dann ist die Gruppe für immer zusammen. Ja. Also mit dem Verschieben würde ich, bin kein Programmierer, das geht ja in dem hier, aber ja, sagen wir so, es muss ja nicht das dargestellt werden, was im Untergrund gerechnet wird. Ja. Also man könnte jetzt die Gruppe machen und versuchen, beide zu verschieben und dann mehr oder weniger einen Screenshot in der Sache machen und diesen verschieben und dann. Ja, das Problem ist, das müssen wir mit Alpha machen. Das ist richtig. Ja, aber ich habe ein ähnliches Programm, aber also das ist ein bisschen anders gelöst. Aber ich weiß natürlich jetzt nicht, wie das intern programmiert hat. Ja, das ist ja auch deshalb von der vielleicht könnt ihr euch ja nochmal kurz schließen oder so. Vielleicht könnt ihr ein Brainstorming machen oder so. Vielleicht für die nächste Version. Das ist so ein Curl-Programm. Was man daraus erzeugen will, was schneller ist, als die ganzen komplizierten Objekte in den Vektoren zu verschieben. Cairo kann ja gruppieren, nur eben die Geschwindigkeit ist da nicht so. Ja. Die Geschwindigkeit ist dann nicht so. Ja, das ist zu langsam. Ja, weil es in Echtzeit die Vektoren verschiebt, was ein mathematischer Aufwand ist. Und wo man vielleicht dort an der Stelle sagt, ich tue on the fly vielleicht schneller irgendwo ein transparentes Bildchen erstellen, was ich verschiebe, und dann rechne ich im Hintergrund um. Ja, nur die Abhandlung der nur die Abhandlung und Daschung der Objekte ist eben so gelöst, dass es nicht momentan so möglich ist, oder weiß ich was. Dazu müsste der mehrere Objekte gleichzeitig zeichnen können, in dem Fall. Das kann er doch unter anderem nicht. Kann er aber kommen. Ja. Erstellen, dass er dann die beiden Objekte eben nacheinander abarbeitet. Ja, fünf Pixel zur Seite, nach links verschieben, okay, alle Objekte in der Liste, fünf Pixel nach links verschieben. Mal die nacheinander. Naja. Ja, gut. Müssen wir noch probieren. Das Verschieben dürfte da relativ einfach. Ja. Das heißt, so ein Projekt, wenn ich das jetzt abspeichere als Magical Ink Projekt, ist das ein eigenes Format oder ist das irgendwo zu kompatibel? Ja, das ist ein solches Format, das ist LH komprimiert, mehrere Textdateien, also wo auch die Bilder und einmal Moves und so weiter mit drin sind alle, ne? Und natürlich die Seitenbeschreibung von allen Seiten. Aber wenn ich sie richtig verstanden habe, könnte ich jetzt so eine Seite jetzt als SVG exportieren, das funktioniert. Und könnte das in einem anderen Vektorprogramm einladen? Oder? SVG ist doch ein Vektorformat. Ja, also ich kann das hier. Exportieren. SVG hier. Das macht also zum Cairo intern. Das ist kein Thema. Macht ja von intern schon alles. Mhm. Also könnte ich das zum Beispiel in OpenOffice Draw einladen? Zum Beispiel. Ja, ja. Also das ist ein. Ja, sonst könnte das der UWB ja nicht anzeigen. Mhm. Ja, schon eigentlich recht mächtig, ne? Also in zumindest ein Musterformat. So, und 36 UWB ist, ne?
Ich weiß genau, in dem einen steht das dann auch. Genau. Ja, das ist ja, der würde dir das Programm helfen, Mann. Das habe ich auch geschrieben, ja. Das tut sich so oft am Tag, das ist wunderschön. Meine, das ist im Prinzip der Fenstersucher, ja. Nur so nebenbei gesagt, ja. Also das. Auch von mir geschrieben. Das ist immer. Das war der erste Fensterklasse. Fensterklasse für Mobbeste. Ja, vorne. Das war ein Beenden, das zeigt noch ein paar andere Sachen. Und zwar, ich habe es gesehen unter macOS, dass es, wenn man TTF-Fronts sich anschauen will, man muss ja bei macOS einfach nur doppelklicken auf dem Front. Und das gab es bisher unter MoFest noch nicht. Und in Aminet gibt es so ein Programm gar nicht. Und da habe ich mal was im Programm mal geschrieben, weil immer war es mir leid. Im Zuge der Programmierung muss ich so ein Programm haben und MoFest habe ich so ein Programm nicht gefunden. Also bin ich hergekommen, habe mir so ein Programm mal geschrieben und da kann man jetzt einfach mal Anzeigen folgen. Das habe ich dann so gemacht. Da nennt sich ShowTTF. Es soll einfach nur eine Preview der Fonts liefern. Ne? Gibt es aber jetzt schon im Aminet und in der MoveZone, glaube ich, gibt es das Ding schon. Ne? Also so ähnlich wie bei mir oder macOS. Vielleicht nicht ganz so, aber das ist nur so mal auf Stelle gemacht. Das sind so 30, 40 Zeilen Code und das ist also kein Mui-Fenster, Guido, das ist ein Intuition-Fenster. Das ist mal ganz winziges Programm, das ist ein ganz winziges Programm, bleibt oder ist, je nachdem. Und hier oben habe ich mal so ein kleines Gimmick eingebaut, da wird der Font-Name, so wie er im TTF-File drin steht, angezeigt und die Font-Familie wird angezeigt. Also, nur leider funktioniert das nicht unter allen Fonts. Und zwar, wenn ich das mal anzeige, den teilweise nicht angezeigt. Oder Windix ist ganz schlimm. Das hängt aber mit der TT-Engine-Library zusammen von MoveOS. Die kann anscheinend nicht alle Fonts oder was. Also, das ist nicht mein Fehler. Ja, also, das ist ein ganz kleinen Projekten, die ich so zwischendurch mal mache. Denn, ne? Tacken größer. Socket. Das ist mein. Ne, Moment, Quatsch. Hier, Alice Lookup. Das war mein erster Cross-Compile von der Linux-Version. Alice Lookup ist ein simples Programm, man schickt zum einen Domain-Server eine IP-Adresse und bekommt einfach den Namen wieder zurück. Das ist die simple Funktion. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil wir kein Internet haben, aber dafür gibt es in Linux ein Tool, das heißt eben NS.op und das ist einfach eine Mobile-Service davon. Ne? Wenn ich jetzt also mal, kann es vielleicht mal aufrufen, tut zwar mir nichts, aber ja, der Film ist klar. Ja. Also man muss einfach nur NS-Host und eine Hostadresse bzw. den Namen eintippen und dann gibt es entweder die IP-Adresse zurück oder je nachdem, man kriegt den Namen zurück. Also er fängt einfach nur den S-Server ab und dann holt sich die Adresse je nachdem. Also ist nicht so ganz viel, aber es ist mein erster Linux-Compile gewesen. Cross-Compile sogar von Linux, ja. Wenn ich den Namen weiß, reicht mir ja eigentlich der Ping-Befehl. Der zeigt mir dann ja die IP. Ja, ja. Nur das ist nur unter Linux gibt es eben einen separaten Befehl, der heißt eben so, NS-Lookup und der macht eben holt sich einfach den Namen ab. Ja, und Server. Mehr macht er einfach nicht. Wenn vom NS-Lookup-Befehl aus dem noch die Möglichkeit, auch die DNS-Adressen zurückzubekommen. Also wer dir geantwortet hat, wenn es dann tatsächlich auch funktioniert, autorisiert ist, dir zu antworten. Gibt das eigentlich unter MorphOS Who is? Bitte? Who is? Gibt das unter MorphOS? Ja. Ja. Und konntest du das ja auch flatten, kurz kompilieren? Habe ich schon. Ach so. Hab ich schon? Ja, da ist es. Das würde mich auch noch interessieren. Allerdings,
ist es doch ein bisschen, muss man viel Handarbeit. Ja, Bilder werden. Heißt zwar so, aber. Ich weiß, der Kunde sagt mal wieder. Und, richtig. Und zwar mein Host- und Username. Ist ein bisschen kompliziert. Da musst du Hostadresse wissen. Das ist normalerweise whois.dns-server.dns oder so ähnlich, der heißt, ich weiß nicht genau. Und der Username ist die Kanalnummer, ist glaube ich 68 oder 69. Und wenn man die eintippt, dann bekommt man eine Antwort von einem Whois-Server. Mhm. Und die letzte Eingabe, die man da machen müsste, ist denn die DNS-Adresse, über die Information haben will. Wie zum Beispiel amiganews.de und so weiter. Kann man dann anschließend eintippen als letzte und dann bekommt man sämtliche Informationen zurück für den Whois-Server. Oder eben eine Fehlermeldung, wenn er eben nicht antworten will, weil es gibt ein paar Server, da kann man einmal pro Stunde eine Anfrage nur stellen und danach wird alles blockiert. Ja. Gibt's auch. Also Whois gibt es nur eben, vom Office nur eben einfach gestrickt. Ja. Deswegen heißt es auch noch Bildermelden. Bildermelden, genau. Das ist aber kein Cross-Compiler, das ist das haben wir selber programmiert. Also ist dann nativ OFS. Ja, wenn, was habt ihr noch so Schönes hier? Vitro, da müssen wir Internet für haben. Und zwar. Können die Sachen ja einplanen. Können die Sachen hochladen. Müssen wir hochladen. Die Seite machen. Ja. Auf dem Party-Server. Mhm. Das wäre ja mal sein. Also Metro, ja. Metro Pro, kann ich kurz gucken. Ja, auch der Ja. Ja. Wir müssen jetzt Internet für haben. Und zwar, da kann jetzt alle möglichen Bilder und Karten und Text abrufen von offiziellen Server des deutschen Seewetteramtes. Da kann also Seewetter abrufen und Wetterkarten abrufen und alles Mögliche. Kann er abrufen von den diesen Server, nur eben unter Internet ist das ein bisschen witzlos. Ja, ich kann nur noch ein Bild finden, das mit dem wir auch kommen. Ich kann ihn nur. Gibt es deine Programme nachher auf den FTP-Server auch? Oder? Ja, einige sind da, glaube ich, schon drauf. Und einige sind schon im Aminet drin. Also und Magical Ink und diese Web-Erweiterung auch, oder? Ja, da muss ich erst noch weiter programmieren. Das ist. Weiß ich auch, morgen vielleicht noch so früh mal gucken. Mhm. Was hat denn noch? Die Party-DVD. Da, Google-Tool, genau. So, besser funktioniert das von dem FTP-Server runter, als jeder liest sich das erst erstmal an. Ja, weil das vor allem so richtig schnell ist. Ja, ja. Da kann schon mal so eine Installation von OBW eine halbe Stunde dauern. Tja. Ich habe versucht, das Zeug hochzuladen. Keine Chance. Der aktuelle OBW liegt auf dem Server auch. Ja, ich habe mir jetzt mittlerweile schon runtergeladen. Der gestern. Aktuelle oder der aktuelle? Der solche und solche. Oder der super aktuelle Beta. Nee, meine ich ja. Ja, natürlich. Also ich nee, den neuen, den du noch nicht hast. Ja, okay. Weil die Sachen, wo wir ein Internet haben, das haben wir ja nicht hier. Sonst kann man ja wahrscheinlich auch zu dir hinkommen und dann kannst du die Sache ja auch was sagen. Weil ich habe ja noch dieses Upload-Programm, Google-Tool, also kann man Dateien nach YouTube hochladen, statt nur darunter runterzuladen. Und man kann sich Karten von Google Maps herunterladen. Das geht alles über die API von Google direkt und hat also mit Web-Service so nichts zu tun. Also es geht direkt nativ per C und dann über die Google Data API. Geht es ja so. Über einen speziellen Client, die ich dann habe. Das heißt, da könnten wir unsere Videos jetzt von den Präsentationen zu YouTube hochladen. Ja, also man nicht unter dem Programm runterladen, sondern das ist jetzt zum Upload gedacht. Achso. Ja. Dann brauche ich einen Account bei YouTube? Bei Google. Bei Google? Bei Google, weil der, ja, da ich ja die Google Data API nutze, muss man auch einen Google-Account haben. Achso. Ja, ja. Du bist bei Google. Den hast du ausprobiert. Ja, kannst aufhören. Also ich bin offizieller Programmierer bei Google dort, ich bin dort eingetragen und bekomme dann auch ganzen Informationen drüber. Deswegen konnte ich auch ein Tool schreiben für Google Maps.
ist so ein kleiner Bruder von Google Earth quasi. Man macht so Ähnliches, ich kann Karten abrufen, für jede Art Stadt, Größe und Zoom kann ich ändern, Satellitenkarten runterladen von Google Direct und so weiter. Ja, also. Das macht auch das Google Tool, oder? Ja, das macht auch das Google Tool, ja. Und die Google Maps Screenbar? Ja, ich hab die in eine Screenbar reingepackt. Ja, das ist einfach ein Programm. No, das ist Screenbar, da kann ich also, dann habe ich jetzt Google Maps in der Screenbar. Also wenn derjenige, der also immer schnell die Karte haben will, der braucht einfach nur die Screenbar. Dann hat die Tool quasi in der Screenbar reingepackt, einfach nur. Ja, kann sich mal auch schnell mal eben eine Karte angucken oder was. Ja. Und wo gebe ich jetzt den Ort ein oder was? Hier oben. Achso, alles klar. Ja. Nur eben Internet geht es nicht, deswegen. Ja, deswegen keine Karte. Ja. Und dann kannst du den herkommen auf der Valley, oder? Ja, die ist nur, da hat der Guido mal drüber gemeckert, dass er nicht asynchron läuft. Wie denn, wie war das jetzt, Guido, mit den globalen Variablen? Ja. Da arbeitet es noch ein bisschen dran. Ja, deswegen steht die Uhr auch oben. Ja. Ach so. Okay. Also ja. Alle anderen Screenbars leiden jetzt drunter. Ja, jetzt sind wir. Die Screenbars laufen ja in einem Programm. Das ist ja ein Multiprogramm und. Kann ja jeder selber entscheiden. Das ist eine Klasse, die dazu kommt. Ja. Ja, also das ist dann eine, so. Und wieder eine Fahrt. Ja. So, mehr habe ich. Vielen Dank. Super. Danke.